Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spider-Man. Hier müssen wir einen Turn. Upsa, stimmt, ich kann er rennen. Aus erhöhter Position sondiert Spider-Corp sein nächstes Ziel. Den zweiten Kontrollturm. Du kommentierst dich selbst? Was? Nein, natürlich nicht. Der Chief hat Spider-Corp nie richtig verstanden. Hielt ihn für unberechenbar. Ich bereue es bereits. Oh, die Sprüche sind teilweise so bescheuert, aber ich liebe es. Hui! Hä? Was meint er? Wie? Ach da, ich muss bloß da hoch. Ich kann die Türme verändern, dass sie mehr aufzeichnen als nur Verbrechen. Was denn noch? Pornos? Mann und Witz, in der heutigen Zeit braucht man sowas nicht mehr aufzeichnen. Volltreffer! Die Türme empfangen jetzt alle Arten von Funksignalen. Auch eines in der Nähe. Was ist das? Ich hab's schon gesehen. Was ist denn das? Oh wow! Einer meiner alten Rucksäcke aus der Highschool. Hab vergessen, dass ich Verfolgungspunkte angebracht habe. Wie viele davon wohl in der Stadt verstreut sind? Willst du mich verarschen? Wie viele von den Dingen hast du verteilt, Mann? Finde die Rucksäcke im Rucksackmagen zu verdienen, mit denen du bessere Ausrüstung herstellen kannst. Wow. Komme ich auch dahinter? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ist ja nicht so, als ob das nicht schon reichen würde. Aber Alter, wie viele von diesen Rucksackdingern gibt's denn? Noch 55. Es gibt einen Überfall ein paar Blocks entfernt. Spider-Corp ist unterwegs. Oh nein. Halb Mensch, halb Spinne, ganz Korb. Oh. Gott, kann denn jemand das Maul stopfen? Der Spider-Kopf ist dann doch ziemlich. Mach den Safe auf, na los! Hi, Leute! Da! Spider-Man! Knallt ihn ab! Zack, zack! Oh, nicht getroffen! Schon vorbei? Noch mehr? Wenn ihr euch bei legalen Jobs so reinhängen würdet, müsstet ihr nicht kriminell sein. Das tut mir leid tun, Spinnenfreaks. Was soll mir leid tun? Dass der eine Tür am Kopf hatte? Passiert. Okay, Yuri. Ich werde jetzt den letzten Turm in Chinatown reparieren. Du meinst, Spider-Cop repariert ihn? Ich hab nachgedacht, Yuri. Polizeiarbeit ist was für junge Männer. Und Spider-Cop, nun ja, er ist nicht mehr der Jüngste. Schür jetzt bitte keine falschen Hoffnungen. Spider-Cop ist ab heute offiziell im Ruhestand. Ach, Gott sei Dank. Ich brauche einen Drink. Wir werden heute Abend anstoßen, Yuri. In Erinnerung an Spider-Cops unermüdlichen. Yuri? Oh Yuri, Gott, halt die Schnauze, Alter. Ich nehme an, die Gefühle haben sie überwältigt. Ah, okay, kann doch drüber gehen. Ich dachte mir schon, wenn ich ungefähr dasselbe habe, dann passt es einfach. Den Frieden waren abgeschlossen. Wegen ein paar dummen Türmen. Stufe 3 erreicht. Erhöhten Nahkampfschaden. Was ist jetzt los? Nicht gut. Nachher gibt es noch Fotos von meinen drei Brusthaaren. Die Werkzeuge für die Reparatur sind im Labor. Ob Dr. Octavius wohl schon Feierabend gemacht hat? Aber da drüben ist der Rucksack. Und Schwung. Doktor, wie ist es mit der Kommission gelaufen? Tut mir leid, dass ich alles verdorben habe.
Ach was, Peter. Kurz vor dem Durchbruch sind sie einfach nur nervös. Sie werden sich beruhigen. Wie immer. Soll ich zurück ins Labor, um aufzuräumen? Nein, nein. Ich gehe jetzt zum Abendessen. Wir machen morgen weiter. Kurze Pause, dann arbeiten wir weiter an der Zukunft. Wenn man doch seinen Optimismus verkaufen könnte. Anscheinend hat er das Labor für heute verlassen. Dann kann ich in meinem Anzug arbeiten. Gib lieber her. Gescheiterter Prototyp. Okay. Ja, den Parcours und so haben sie schon gut. Oh. Verbrechen ist im. Es ist Böses ist im Busch. Das habe ich aus SpongeBob. Achtung, Überfall. Ich muss ihn stoppen. Trachtprügel gefällig. Ihr habt Glück heute. Gerade wird sie noch überfallen und schon jubelt sie mir zu. Guck mal her da. Warst du schon? Oh. Ich weiß, ich bin nicht das beste Vorbild. Aber man sollte echt keine Leute hauen. Danke. Früher war es hier sicher. Nein, in der Stadt war es noch nie sicher. Und außerdem schaut euch den an. Der ist einfach nur ein cooler Junge, Mann. Der will hier nur ein bisschen abhängen. Da drin ist ein Ding. Okay, verdammt nochmal. Jetzt weiß ich, was die meinen, wenn die ganze Karte ist zugebaut, Alter, mit dem Zeug. Chinatown, Xingchong China, Mann. Warum gibt's eigentlich immer nur Chinatown? Gibt's denn auch Japantown oder so? Oder sind die Chinesen die einzigen, die wo ausgewandert sind? Oder ist das rassistisch, weil alle Chinesen und Japaner automatisch einfach nur Chinesen sind in Chinatown? Man weiß es nicht. Ich bin da was ganz. Ja und, was ist da? Böser Unfall da unten. Sicher gibt's Verletzte. Ah, hier. Das Auto zerquetscht den Fußgänger, wenn ich nicht helfe. Wieso, dem scheint's doch gut zu gehen. Spider-Kräfte! Ja, schmeiß es auf die Fußgänger, die wo hinten dran stehen. Warst du schon? Die Fahrerflucht. Oh, warte, da ist ja auch noch einer. Der geht's doch gut. Achso. Da sind Leute im Auto. Sie stecken wegen. Warten Sie! Ups. Ja, schmeiß auf den nächsten Ziel. Alle in Sicherheit. Feuerwehr und Rettungsdienst machen ihre Arbeit. Und Sprung. Macht's gut, denn ich bin die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft, die hier irgendwo. Ah, da oben. Dankeschön, er damit. Was zur Hölle? Vielen Dank, Zeichnung. Warum versteckt er sowas überall? Vielleicht, weil die Zeichnung einfach zu hässlich war. Nein. Sowas macht der Spider-Man nicht. Ich will diesen Anzug haben, Alter, den er in Avengers angehabt hat. Oh, was ist hier los? Kann ich hier helfen? Hallo? Lass sie sterben, sie ist tot. Hui. Wo war denn das? Da. Alter, ist ja schon wieder was. Alter, wollt ihr mich veräppeln? Was passiert denn in der Stadt? Es gibt hier zu viele Leute. Ich beende das, sonst landen die im Lehrvideo für Fahrschulen. Okay, und wie? Hey, soll das eine Beleidigung auch gegen mich sein? Okay, dafür gibt es keine 5 Sterne. Endstation. Whoops. Okay. Wo
Okay. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Gibt sowieso schon zu viele irre Raser hier. Okay, das war auch geil. Auch wenn ich gerade wirklich geblickt habe, was ich gemacht habe, aber ja. Ich habe auch zweimal zufällig den richtigen Knopf gedrückt. Obwohl ich mir echt Mühe gegeben habe, den falschen zu drücken. Ja, weil ja diesen Rucksack keiner gefunden hat bisher. Plüschfigur. Hat's denn geheißen, ich kann damit meine Sachen verbessern? Da sind nur komische Sachen drin. Bis auf der Kleber. Na gut, wir werden jetzt unser Kostüm reparieren. Achso. Ach, egal. Hui. Okay, ich liebe dieses Schwingen. Das ist in dem einen Test, den ich gelesen, aber auch gut bewertet worden. Also haben sie gesagt, also man hat sich noch nie so cool fortbewegt. Wobei ich mir auch immer noch denke, dass du ein... Oh, Wandläufer. Oh, cool. Oh, habe ich euch gestört beim Knutschen? Hui. Die Kamera folgt dem auch halt ziemlich geil, ne? Tempo-Fan. Ja, aber ich würde gern schneller schwingen. Das macht schon ein bisschen Tempo, aber nochmal einmal zu wenig. Zack. Parcours. Ich bin wieder zurück, Doktor. Okay, ist länger als ich dachte. Oh. Dreieck. Anscheinend ist Doc schon weg. Zeit für ein bisschen Spinnenarbeit. Du spinnst doch. Parker. Dr. Octavius, ich, was haben Sie da? Chinesisch. Hätte ich gewusst, dass Sie hier sind. Woran arbeiten Sie? Oh, nur was nebenbei. Natürlich. Sie sind's. Ich weiß nicht, was Sie... Kommen Sie, Parker, es ist offensichtlich. Dafür gibt es eine Erklärung. Hätten Sie doch früher was gesagt. Ich wollte ja. Aber ich dachte, wenn sich das rumspricht, ist meine Familie in Gefahr. Ja. Ich schätze, wenn Sie seine Ausrüstung anfertigen, macht sie das auch zur Zielscheibe. Ja. Ich meine, ja... Keine Sorge. Ich sag's nicht weiter. Gut. Dann machen Sie mal. Lesen Sie Ihre E-Mails. Ich hoffe, Doc will mich nicht feuern. Der einzige Grund, warum Spider-Man größtenteils unbekannt ist, ist, weil die Leute in ganz Manhattan, ist glaube ich Manhattan, ne? Einfach nur strohdumm sind. Oh, sie haben seinen Anzug. Sie sind doch bestimmt Cosplayer. Oder sie sind doch bestimmt, ach, was weiß ich was, ey. Wie grad halt. Sie fertigen seine Ausrüstung. Ja, okay, ich sollte mal weiterspielen. Peter, die Enthüllung Ihres Nebenjobs als Anzugschneider von Spider-Man, heißt das so? Hat mich daran erinnert, was für ein guter Mensch und Partner Sie sind. Trotz Ihrer harten Arbeit finden Sie immer die Zeit, anderen zu helfen.
Mir fiel auf, dass der Anzug beschädigt ist und ich hoffe, es ist in Ordnung, dass ich ein paar Verbesserungen dafür entworfen habe. Anbei finden Sie einige Ideen, wie Sie den Anzug verbessern und Spider-Man schützen können, der so viel für diese Stadt tut. Ich freue mich auf unsere unglaubliche Arbeit und darauf, dass wir die Welt verändern. Ihr Partner und Freund, Otto. Cool. Weiße Spinne, hm? Anzug? Nein, ich will einen anderen haben. Verbesserter Anzug herstellen. Ach, den muss ich erst herstellen. Was ist der ganz rechte? Anzugkraft. Anzug rüsten automatisch die neue Anzugkraft aus. Nutze das Anzugkraftmenü, um zu einer beliebigen vorherigen freigeschalteten Anzugkraft zu wechseln. Anzüge können auch mit Anzugmodus-Mods verbessert werden. Hier kannst du Anzugmods freischalten und ausrüsten. Schließe Nebenmissionen und Aktivitäten ab, um Anzüge, Anzugkräfte und Anzugmods freizuschalten. Benutze Marken und Anzugmods. Ach, um Anzugmods herzustellen. Eieiei, heute ne, lesen ne. Anzugmods erhöht deine Vielseitigkeit und verbessert Angriff und Verteidigung. Du kannst 3 Anzugmods gleichzeitig ausrüsten, um Bonuseffekte zu starten. Das müsste gehen. Ja, weiße Spinne. Ich habe ja schon einige gelesen, wo gesagt haben, ne, das schaut voll scheiße aus. Ist halt Geschmackssache. Ich meine, Spider-Man hat so viele fucking verschiedene Anzüge. Wobei ich den Film im Avengers-Film schon sehr geil finde. Sorry, bin spät dran. Ich komme. Siehst du das, Spidey? Hallo, New York! Neuer Anzug, altes Ich. Ja, aber ich hätte jetzt gerne noch die anderen Anzüge angeschaut, Mann. Neue Stufe, Stufe 4. Geil. Anzüge, da. Was ist das für einer? Wow. Nein. Das ist der normale... Oh geil, ich kann den zerkratzten herstellen. Weil, was bist du für einer? Das ist doch der erste, oder? Ja klar, dann zeige ich mir halt nicht. Okay, jetzt fällt es mir erst auf, ne? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. 19 Anzüge können wir noch freischalten. Und warum hat er Alien-Sinne? Ernsthaft, ich weiß, es ist Spidey, aber... Das schaut halt aus, wie wenn er Alien-Sinne hätte. Anzug-Mods. Kampftag. Geräteangriffe generieren Fokus, verringert genommenen Nahkampfschaden. Finde ich. Achso, musste ich erst herstellen. Okay, sehr gut. Was macht das da? Langstreckenscanner. Rührreiches Error-Scanner, weit entfernte Objekte im Gegner anzut. Wahrzeichenmarker. Okay. Spider-Man, ich weiß jetzt, wie Fisks Leute das Geschäft am Laufen halten. Baustellen. Wurden die nicht geschlossen, als er verhaftet wurde? Nein, das ist eines seiner seriösen Geschäfte. Mehrere Investoren. Wir haben keine Handhabe gegen ihn. Aber jetzt schon, richtig? Deswegen ist es gut, wenn du die Baustellen im Auge behältst und mir alles Verdächtige meldest. Alles klar. Ich bin die neugierige Spinne aus der Nachbarschaft. Oder so. Gut. Warte mal, da ist ein Turm irgendwo. Da hinten. Na? Wisst jetzt mal, Edzard. Ab und zu habe ich ein paar Startschwierigkeiten, ich merke schon. Wisst ihr, was mich das auch erinnert? Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, aber das war saugeil. Prototype. Endgeil. So ungefähr. Greenwich. Ich glaube, wir machen erstmal die Türmchen. Kann ich den Helikopter fliegen? Ich will den Helikopter fliegen. Ja, überspringen, hör auf. Nein, ich kann wahrscheinlich nicht den Helikopter fliegen, ich weiß. Sorry. Ups. Nein, ich bin nicht Spider-Man. Ich bin Batman. Benötigt.
Hui! Wird jemand ausgeraubt? Oh, nein, wird er nicht. Haha! Wow, wow, wow. Warte, ich hab hier was für euch. Klar nicht. Warum's? Böser Mann. Warte hier, bitteschön. Der Ziegel war nur für dich. Keine Straßendiebe mehr. Ich liebe Happy Ends. Spider-Man, du bist alles, was ich an dieser Stadt liebe. Naja, wenn man mal von den ganzen Verbrechen ausgeht und den zig Superschurken, die... Was zur Hölle ist mit euch los? Wow, 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 was ist denn mit euch los? Was zur Hölle, wie viele rennen hier rum? Hey Leute, hui. Hui. Alter, scheiße, warum hat er das jetzt gemacht? Bitteschön. Und bitteschön, den kannst du haben. Warte mal, den habe ich auch für dich. Ich sollte vorsichtiger mit meiner staunenden Öffentlichkeit sein. Alter, was zur Hölle? Festgleis grüßen. Ihr könnt mich auch gleich mal grüßen am allerwertesten, Alter. 10:30, wir haben einen bewaffneten Raubüberfall. Braucht Einheiten north of Houston. Warte, warte, wo? Zeigt mir wo. Okay, ich habe keine Ahnung. Scheiß, egal. Und wo? Baut er immer mehr Geschwindigkeit auf, oder? Ach scheiße, da war jetzt nichts mehr, ne? Das ist das Gute, dass der hier sich wirklich immer nur an diesen Dingen, an Gebäuden festhalten kann. Es gab ja mal ein Spider-Man-Spiel, wo die Netze einfach in der Luft waren. Entschlüsselung starten. So ungefähr. Und 2 von 3. So, mit diesem Ausblick auf die Stadt und... Was ist das für ein Gesicht da hinten auf dem Gebäude? Das sieht doch von unten keine Sau. Mit diesem Ausblick auf die Stadt bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns wieder zur nächsten Folge von Spider-Man. Macht's gut und Servus.